herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Und heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast bei mir und es ist dies der Thomas Braun. Thomas, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Ja, grüß dich, Christoph. Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich bin ganz gespannt auf deine Ausführungen, weil du bist ja Gründer und Entwickler der Socrates Group, führst das Institut für angewandte Morphologie in Rüschlikon. Bei Zürich ist das. Und ich finde, du hast einen ganz spannenden oder interessanten Ansatz, um eben Menschen zu einer besseren Zusammenarbeit zu bewegen. Aber da werden wir wahrscheinlich noch einiges mehr dann von dir hören. Ich möchte dir gerne auch die erste Frage stellen. Und zwar, wenn du heute einen Bericht schreiben dürftest über deinen Lebenslauf, welche Überschrift würdest du hierzu wählen? Ja, ein Leben in Fülle. Ja, ein Leben im Einanderverstehen. Das dürfte der Titel sein. Sehr, sehr schön, super. Thomas, was hast du eigentlich mal ursprünglich gelernt oder auch studiert? Also das hat angefangen und zwar sehr unbewusst, wie beim ganzen Leben sehr viele Dinge erst später einen Sinn gemacht haben. Ich bin in das Kloster Einsiedeln gegangen und zwar als Schüler und habe da unheimlich viel Philosophieunterricht gehabt. Und wir hatten einen Philosophielehrer, der hat uns gelebte Philosophie mitgeteilt und eingeübt. Und in dem Sinn war eigentlich die erste Geschichte Philosophie, ja. Und daraus entstand dann irgendwie später auch sich das Beschäftigen sich mit der Zukunft. Ja? Also fast ein bisschen Futurist sein. Der Philosoph ist ja immer ein wenig in der Zukunft und das hat mich beschäftigt. Und später ist dann die Geologie dazugekommen, die Naturwissenschaft an der ETH Zürich. Was ich aber nicht abgeschlossen habe, dieses Studium. Ich habe mich dann entschieden, weiterzumachen mit Jura und BWL, was mich unendlich gelangweilt hat und später sich aber als sehr wichtig herausgestellt hat. Und so kam eben einerseits das naturwissenschaftliche Studium und die naturwissenschaftliche Herangehensweise kombiniert mit der geisteswissenschaftlichen Herangehensweise, mit der, ja, wie soll ich sagen, fast so eine Art Annäherungsversuche. Das Naturwissenschaftliche ist einfach präziser, habe ich das Gefühl. Das Geisteswissenschaftliche braucht es aber ebenso. Jetzt hast du vorher etwas gesagt, und zwar gelebte Philosophie. Was ist gelebte Philosophie? Ach, gelebte Philosophie ist ganz einfach. Wenn man zum Beispiel den Herrn Immanuel Kant nimmt, der hat gesagt, Kritik an der reinen Vernunft. Jetzt kann man einfach das lernen, dass der das mal gesagt hat, oder man kann sich das zu Herzen nehmen und wirklich Kritik an der eigenen Vernunft üben. Also die Hinweise der Philosophen ernst nehmen und an sich selbst ausprobieren. Oder der Sokrates, einer meiner Lieblingsphilosophen, ich weiß, dass ich nicht weiß. Ja, und das beherzigen. Und das Nichtwissen oder griechisch die Aporie, die ist immer und überall. Nach zwei Sätzen ist man im Nichtwissen. Und das ist das Spannende eigentlich an diesen Philosophen, die wirklich wunderbare Hinweise gegeben haben, die aber nicht genutzt werden, komischerweise. Okay, okay. Sehr spannend. Und jetzt hast du da eben durch beide Richtungen so dieses Philosophische und das doch eher Praktische eigentlich dann auch gelernt und studiert. Was gab es dann im Nachhinein aus deiner Sicht irgendwelche Weiterbildungen oder auch Ausbildungen, die dich ganz stark geprägt haben aus heutiger Sicht? Das ist eine Frage, die ich noch nie gestellt bekommen habe. Es war dann schon der Schritt in die Morphologie. Das war aber nicht bewusst. Ich kann mich dann erinnern, das war 1992, bin ich durch Zufall über ein ganz kleines Inserat in der NZZ auf diese Morphologie gestolpert, auf die morphologische Gesellschaft gestolpert und bin dann dorthin gefahren. Das war in Neffels, haben die getagt zur Fragestellung, ob man die Arbeitslosenversicherung privatisieren kann. Und wir hatten gerade das analysiert und sind zum Schluss gekommen, dass das nicht geht. Und ich bin dort dahin gefahren und die haben gesagt, doch, wir wollen es probieren.
Und da habe ich gespürt, dass da irgendetwas mehr ist. Und habe dann auch gefragt, was ist denn Morphologie? Und dann haben die gesagt, die Leute sind alle schon verstorben, die waren damals schon hochbetagt, Astrophysiker, andere Naturwissenschaftler. Und die haben dann gesagt, ja, das kann man erlernen. Und ich habe dann das versucht zu erlernen und bin, glaube ich, noch nicht ganz fertig mit dem Studium. Das war 1995 oder 93 hat das begonnen. Eine Faszination, die allgemeine Morphologie. Morphe heißt ja die Gestalt und Logie, die Lehre. Also wie kommt eine Gestalt zustande? Das ist, also Morphologie heißt, beschäftigt sich mit dem Thema, wie eine Gestalt zustande kommt sozusagen. Genau. Das also auch ein Gesetz ist ja auch eine Gestalt. Das ist ein Satz mit einer Empfehlung, ja. Und die ist irgendwie zu, dieser Satz ist zustande gekommen. Aber auch ein Glas besteht aus verschiedenen Ingredienzien, also aus Silizium, aus verschiedenen anderen Grundlagen, aus Druck, aus Temperatur und aus Formen, die das Glas geformt haben, aus Verpackung und so weiter und so fort. Das alles macht das Glas dann aus. Oder eben muss man ein Gesetz gestalten, dass das Gesetz selbst nachher gestaltend wirkt. Hört sich jetzt ein bisschen abgehoben an, aber es geht immer darum, wie etwas sich gestaltet. Interessant ist ja auch, dass Morphologie, also im Deutschen sagt man ja Physiognomie zum Beispiel für das, also die Gestalt, das Äußere des Menschen, zum Beispiel die Gesichtsphysiognomie, und im Französischen heißt es ja Morphologie. Nein, das wusste ich nicht. Ja. Da redet man von dieser Wissenschaft, redet man da von der Morphologie, ja. Dankeschön für den Hinweis, großartig, ja. Das ist ganz interessant sowieso, wenn man in verschiedenen Sprachen denkt und verschiedene Sprachen hört, die Taxonomie der verschiedenen Sprachen, da kommt man zu anderen Schlüssen. Das ist hochinteressant. Genau. Super. Und wie hat sich dann deine berufliche Laufbahn dann so entwickelt? Zuerst, wie gesagt, auch beim Studium, es waren lauter Zufälle. Also es ist mir zugefallen auf irgendeine Art und Weise. Und der erste Job war bei der damaligen Schweizerischen Kreditanstalt. Ein Freund von mir sagt, ja, komm doch in die Bank. Und ich bin dann in die Bank gegangen und habe dort eine wundersame Karriere gemacht. Ich war zuerst so ein Turnaround-Praktikum und dann habe ich mich für Kreditgeschäft, kommerzielles Kreditgeschäft interessiert. Da war vielleicht mein Meisterstück die Teilnahme an der Finanzierung des Ärmelkanaltunnels. Das war vielleicht die erste Verbindung zwischen meiner Geologie und der Geisteswissenschaft, also sprich des Juristentums. Und in dem Sinn bin ich dann auch immer weiter hochgestolpert, unbewusst, und war am Ende dann Assistent in der Konzernleitung der Credit Suisse. Da wunderbare Dinge erleben dürfen, beziehungsweise auch gestalten dürfen. Völlig neues Risikomanagement-System habe ich aufgebaut, eine Schattenbuchhaltung für diese neuen Risiken, die damals auftauchten. Wirklich, das war spannend. Und nach der Bank, ich habe das nicht erkannt, dass es eine tolle Sache war, wo ich dahin geraten bin. Ich habe das irgendwie nicht wertgeschätzt. Bin ich dann in die Selbstständigkeit eingetreten zum ersten Mal, und zwar auch mit einer Banken-Hardware-Software-Lösung. Da haben wir Sachen eingekauft in San Jose, in Silicon Valley, und haben diese Hardware, das ging um Optical Character Recognition, haben wir dann Swissmade draus gemacht und die den Banken verkauft. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich hatte etwas anderes eigentlich vor. Ich wollte Wissensmanagement machen. Ich bin dann aus dieser Firma ausgestiegen, ein bisschen Geld verdient dabei, ja, und bin dann durch Zufall Verbandsdirektor geworden in einem Verband der Schweizerischen Privatassikuranz. Genauer gesagt bei den privaten Kranken- und Unfallversicherern. Und durfte da eben in die Gesetzgebung eintreten und durfte dort in Bern mit den Parlamentariern zusammen unter anderem das Krankenversicherungsgesetz schreiben oder das Unfallversicherungsgesetz weiterentwickeln.
Und das war schon eben eine gestalterische Arbeit. Ja. Und wenn sie auch nicht so super gut geglückt ist, die Prämiensteigerungen zeigen davon, dass das mein Lehrlingsstück war und nicht das Meisterstück. so war das doch. Ja, das war eigentlich der Weg der Erkenntnis, dass ich dann herausgefunden habe, dass wir viel zu wenig von den Dingen verstehen, an denen wir arbeiten. Und später, dann 2005, habe ich mit einem väterlichen Freund zusammen das Institut für angewandte Morphologie begründet. Ich war damals auch Präsident der Allgemeinen Morphologischen Gesellschaft. Und wir wollten die Morphologie nicht aussterben lassen. Und ich bin, glaube ich, einer der wenigen Unternehmen, die sich mit dieser Fragestellung, mit diesem Angebot noch auf diesem Planeten bewegt. In Pasadena, interessanterweise, da gibt es einige Leute bei der NASA. Und in Schweden gibt es noch eine Gruppe von Morphologen. Aber sonst sammeln die sich eigentlich jetzt hier in der Socrates Group. Wir sind vielleicht insgesamt 500-600 Leute, die Teilwissen haben im Bereich Morphologie. Spannend, okay. Und jetzt habe ich ja schon, ich habe dich ja angekündigt, auch als Gründer der Socrates Group. Warum heißt eigentlich Socrates und was machst du da genau? Oder was macht ihr da genau? Ich habe lange Zeit gesucht nach einem Namen für das Instrument der Socrates-Karte. Und die hieß ganz am Anfang irgendwann mal die Braunsche Score Map und so. Aber das hat mich gestört. Ich will nicht im Vordergrund stehen und das passte mir nicht. Und die Socrates-Karte selber ist eben ein Instrument, das Nichtwissen aufdecken kann und Nichtwissen füllen kann. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber indem man eben orthogonal oder kartesisch ein Netz über die Dinge legt, erkennt man, was man weiß, was man glaubt zu wissen und was man nicht weiß. Und der Sokrates ist ja für seine Idee auch gestorben, indem er den Sophisten damals vor über 2500 Jahren gesagt hat, im Gegensatz zu euch, ihr Wissenden, weiß ich, dass ich nicht weiß. Er hat nicht gesagt, dass ich nichts weiß, sondern dass ich nicht weiß. Und diese Demut hat ihm dann den Giftbecher beschert. Und er hat ihn auch genommen. Ich glaube, der Sokrates ist einer der ganz großen ersten Aufklärer, also gehört zu den ersten Aufklärern, neben anderen großen Denkern, wie Buddha und so weiter. Übrigens, Buddha und Sokrates sind sehr deckungsgleich, auch spannend. Und so kommt der Name Sokrates zustande. Eben die Erinnerung daran, ich weiß, dass ich nicht weiß. Gut. Und was macht ihr genau? Im 2005 entstand diese erste Sokrates-Karte. Das war ein Zufall. Es hätte eigentlich ein morphologischer Kasten sein sollen. Und der ist einfach wirklich gründlich in die Hose gegangen. Und ich wusste nicht, was ich mit diesem Ding, was ich vor mir liegen hatte, anstellen soll. Und ein paar Wochen später bin ich durch Zufall, war ich bei der Sky Guide in Dübendorf und da saß hinter mir saßen lauter Brigadiers des Schweizer Militärs und die haben sich unterhalten über die Initiative Militärischer Fluglärm. Das war damals eine Initiative und die hatten sehr große Bedenken, dass wenn diese Initiative angenommen wird, dass dann damit die Luftwaffe abgeschafft wird. Und ich habe mich dann umgedreht beim Dessert und habe gesagt, Entschuldigung, Sie haben so laut gesprochen, ich musste einfach zuhören, ich konnte nicht weghören. Und fragte den Kommandant der Luftwaffe, wissen Sie eigentlich, was Fluglärm überhaupt ist? Das war die Frage des Morphologen. Ja. Daraus entstand dann ein kleiner Auftrag, mein erster Auftrag mit der Sokrates-Karte, nämlich darzulegen, was militärischer Fluglärm darstellt. Und militärischer Fluglärm hat auch positive Seiten, nämlich zum Beispiel die ganze Sache von Search and Rescue. Also viele lebensrettende Einsätze oder auch Hilfseinsätze werden mit dem Militär geflogen. Ja? Und das macht halt auch Lärm, wenn ein Helikopter startet.
Und Arbeitgeber, Militär, das macht halt Lärm, ja, diese ist halt so. Und das sind viele, viele kleine Sachen, die eben auch positiv zu vermerken sind. Und das war dann erstaunlich und so konnte dann auch ein Teil der Initiative mit diesen Erkenntnissen der positiven Ressourcen des Lärms, ja, dem konnte man begegnen. Okay. Aber wie sieht jetzt das Angebot genau aus? Also was, wenn ich jetzt da dein potenzieller Kunde bin, was kriege ich da von dir sozusagen? Diese Sokrates-Map habe ich ja schon mitbekommen. Da legt ihr irgendetwas da drauf und findet dann etwas raus, was ich vielleicht noch nicht so rausgefunden habe in meinem Unternehmen möglicherweise. Oder wie sieht das genau aus? Was macht ihr da? Also der Algorithmus ist eigentlich folgender. Man stellt sich zuerst mal die Frage, wofür? Interessanterweise nicht warum, sondern wofür. Und das englische oder amerikanische why heißt auch wofür und nicht warum. Warum ist immer etwas, da kriegt man immer, ich sage immer, der Himmel ist voller Argumente, der für das Warum herbeigeführt kann. Aber wofür mache ich etwas? Und viele Unternehmen, aber auch Einzelpersonen, wissen nicht mehr, wofür sie da sind, ja, was ihr, und unter anderem eben auf der Ebene der Menschen sind es Burnouts. Die haben verloren den eigentlichen Grund, wofür sie da sind. Und bei Unternehmungen ist das ebenso. In dieser Zeit der Transformation wissen sie oft nicht mehr, ja, wofür werden wir denn morgen noch da sein? Und das führt dazu, dass man, wenn man dann das Wofür in einem ganz einfachen Satz beschrieben hat, dass man es dann eben morphologisch präzise auslegen kann. Wir haben heute Morgen eine Karte besprochen, deren Ursprungsidee letzten Mittwoch da war. Und es ging um ein ganz heikles Thema, um das willentliche, vorzeitige Sterben in Altenheimen. Weil da hat man ein Dilemma. Ja, das Altenheim ist ja dazu da, dass man den letzten Lebensabschnitt überlebt. Nein, eben nicht überlebt, aber ja. Jetzt kommt es doch tatsächlich immer mehr der aufgeklärte Mensch dazu, dass er auch sterben möchte. Und wie geht jetzt ein Altenheim damit um? Und jetzt geht es darum zu fragen, was ist denn das wofür? Und jetzt wird formuliert, das willentliche Sterben gelingt für den Sterbewilligen, aber auch für alle Beteiligten. Und das wäre dann das wofür. Und jetzt beginnt man aufzulisten, was sind denn die Werte, die da im Spiel sind? Wer sind die Beteiligten? Was braucht es alles dazu, dass eben dieses Sterben gelingt? Was sind die Prozesse? Was sind die Ressourcen? Die Ressourcen sind zum Beispiel auch gesetzliche Vorschriften. Dann an was kann man messen, qualitativ, quantitativ, dass das funktioniert? Was sind mögliche Ereignisse, Herausforderungen, die da aufkommen können? Und das wird eben aufgebreitet, zweidimensional, auf einer, wir nennen es eben Sokrates-Karte. Und die einzelnen Felder, die daraus entstehen, die kann man eben auch einschätzen mit einem Farbcode. Und daraus ermöglicht, wird sichtbar, was zu besprechen ist. Das ist ganz spannend. Also aus einem Nichts entsteht plötzlich ein Bild, das man miteinander aus verschiedensten Perspektiven besprechen kann. Und so kann es passieren, dass man ein gemeinsames Verständnis hat, obwohl man unterschiedlicher Auffassung ist, obwohl man unterschiedlicher Meinung ist. Und das ist dann die, wohin wir eigentlich wollen mit den Sokrates-Karten. Unterschiedliche Wahrnehmungen als Ressource einholen. Man sagt eben auch Diversity. Alle reden von Diversity, aber eigentlich wollen sie alle nicht Diversity. Ja? Aber wir wollen wir wissen, eine Sokrates-Karte ist dann da, wenn das jederzeit das Verstehen und das Suchen nach anderen Meinungen sogar ein Wunsch ist. Ja? Okay,
das klingt nur spannend. An wen richtet ihr euch? Also jetzt habe ich schon gehört, Altersheim, vorhin hat man auch das Militär. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir noch andere Branchen oder andere Kundschaften zu euch zählen. Also wer nutzt eure Dienste vor allem, oder? Also das ist aus? Eigentlich nicht beschränkt. Es geht immer darum, will man einander verstehen und in welcher Qualität möchte man sich verstehen. Und wenn man einen hohen Anspruch hat an ein hohes Verständnis, dann ist man potenziell eigentlich schon mittendrin im sokratischen Dialog. Und das kann man auch sagen, will man denn visuell unterstützen, dann nimmt man halt die Sokrates-Karte. Und so arbeiten zum Beispiel die SBB mit unseren Karten im Bereich Business Continuity Management. Wir haben Hightech-Unternehmen, die Memory-Chips herstellen, die arbeiten international mit diesen Karten. Wir haben Verwaltungsräte oder die Uni St. Gallen, die Verwaltungsratsausbildungen macht, die haben Maps, damit auf Verwaltungsratsebene das Business verstanden wird. Wir haben im HR Rekrutierungsinstrumente, damit man verstehen kann, was sind denn die Anforderungen organisational, aber auch funktional. Wir haben Karten zur Integration von Menschen mit Behinderungen. Es ist wie ein Hilfsmittel, ein Enhancement, ja, für den Menschen, dass er sich besser verständigen kann. Es geht weniger vergessen. Und man freut sich auf die Wahrnehmungen der anderen und man freut sich auch über Ergänzungen der Karte. Eine Karte ist nie abgeschlossen. Und um so eine Karte zu nutzen, also ich kann die ja wahrscheinlich bei euch erwerben, aber wenn ich die nutzen möchte, muss ich wahrscheinlich auch wissen, wie ich die nutze. Das heißt, ich muss wahrscheinlich auch eine gewisse Einarbeitung oder eine Schulung dazu haben. Ist das richtig? Oder wie läuft das genau? Tatsächlich, es braucht eine Erklärung, die geht aber... Also wir haben schon Karten einfach hingelegt und die Leute haben es einfach anwenden können. Interessanterweise, Akademiker haben mehr Schwierigkeiten als einfach gebildete Menschen. Akademiker schauen sehr oft hinter die Karte, heben die Karte auf und meinen, darunter würde etwas liegen, aber die Karte ist die Karte. Und Akademiker können fast nicht glauben, dass es so einfach ist. Aber das ist... der Schulungsaufwand ist geringst. Wenn man Karten selber erstellen möchte, braucht ein bisschen mehr Übung und Einführung. Also eigene Karten erstellen, das machen wir aber immer on the job gleichzeitig. Wenn jetzt also das Altenheim gekommen ist mit der Sterbekarte, dann haben wir im Vorfeld ein bisschen recherchiert und eine Karte mal vorgefertigt und mit ihnen sie dann so zu 90% hergestellt und besprochen. Das braucht ein bisschen mehr, aber eine gute Karte, die funktioniert, die guckt man an und man weiß sofort, um was es geht. Okay. Und wenn ich einfach so aus Interesse mal frage, in welchem Preisbereich liegen wir da? Also was muss man da rechnen als Unternehmen, wenn ich so eine Karte einsetzen möchte für so ein Team zum Beispiel? Wir haben positive und negative Preise. Ein negativer Preis ist, dass das Heim sogar nicht nur das geschenkt bekommt, sondern ihnen wird noch etwas mitgegeben zusätzlich. Also es gibt wirklich, wir halten uns eigentlich daran, an der Notwendigkeit und an der Wertschöpfung. Wenn Wert geschöpft wird mit unseren Karten, dann möchten wir einen kleinen Teil der Wertschöpfung haben. Und in Wirklichkeit wird immer verhandelt. Also das bedeutet, wir fragen die Unternehmung, jetzt zum Beispiel die erwähnte Hightech-Firma, ja, was holt ihr denn wohl durch die Nutzung der Sokrates-Karten dabei heraus? Und dann müssen die einschätzen, was ihnen das bringt. Und dann sagen wir, ja, seid ihr einverstanden, wenn wir da ein Promille davon haben? Oder 1%? Oder seid ihr da... Oder wenn wir Sokrates HR nehmen, dann wissen wir, ja, ein großer Teil des Onboardings erfolgt viel, viel kürzer. Anstelle von 3 Monaten Einführung dauert die Einführung 2 Wochen. Dann sagen wir, das ist ein Mehrwert. Was ist euch das wert, dass ihr etwas dafür gibt? Damit wir eben anderen, zum Beispiel Kinderheimen oder Sozialprojekten, das auch schenken können und dort vor Ort das einführen können.
Wir wollen immer der Wertschöpfung sein. Und Wertschöpfung heißt, dass man einigen helfen muss, damit es funktioniert, dass sie es nehmen können. Und andere, denen es gut geht, die sollen einen Beitrag leisten. Okay, spannender Ansatz. Okay. Aber super. Vielleicht ganz konkret, so ein Altenheim zahlt im Jahr mit 50 Mitarbeitern, zahlt für Socrates HR und Socrates Organisationskarten rund 7.000 Franken. Ja. Okay. Also, das ist geringst. Aber einfach eine gewisse Orientierung. Wunderbar. Ja. Jetzt, Thomas, was genau begeistert dich an deinem Job heute? Ich begegne jeden Tag, an jedem Tag Nichtwissen. Und das ist das Tollste, was es gibt. Und dann fragt man, wie ist das? Wie ist denn das, Christoph? Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Ich weiß da nicht weiter. Und du sagst, na klar, so und so. Oder du sagst, weißt du was? Ich glaube, ich weiß jemanden, der das wissen könnte. Und so kommen wir miteinander ins Gespräch und so gelingt uns das Verständnis. Also gerade jetzt bei der vorerwähnten Karte über das Sterben, das war wirklich interessant. Da kamen Sachen zum Vorschein, da wusste ich nicht mal, dass ich das nicht wusste. Aber innerhalb weniger Stunden war das Ding recht vollständig. Ja? Und das ist unvorstellbar. Und ich sage immer, Sokrates-Karten sind so wie eine, oder meine Arbeit ist so eine Oxytocin-Fabrik, also Zugehörigkeit. Also dadurch, dass da Dinge zusammenkommen, wird bei allen Beteiligten mit Oxytocin ausgeschüttet. Und das macht irgendwie, macht das zufrieden. Okay, ja, das sieht man auch. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen noch an dich als Person. Und zwar, kannst du wirklich heute jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Ich denke, es ist so, ja. Ich kann das wirklich sagen. Es ist... Also das Dumme ist, ich kann noch vieles nicht gut genug, aber, aber momentan ist es schon so. Und es kommen natürlich Wünsche auf, dass man das eine oder andere dann besser kann, damit man es. Aber im Großen und Ganzen, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ja. Sehr, sehr schön, super. Jetzt habe ich eine kleine philosophische Frage, die für dich wahrscheinlich gar nicht so schwierig zu beantworten ist. Und zwar, was ist dein Wofür? Im Sinne von, der Steve Jobs hat ja gesagt, find your purpose. Also was ist deine Bestimmung, was ist deine Berufung, was ist dein Wofür? Ich sage jetzt nicht dein Warum, sondern was ist dein Wofür? Ja, in der Tat. Das ist mit anderen Menschen ihr und Organisationen ihr Wofür herausfinden und das dann leben lassen, mit Leben einhauchen. Und wenn man das richtig mal erlebt hat, und ich würde mir wünschen, wenn ich dir das auch mal zeigen dürfte, wie das dann genau funktioniert, wenn du so eine Karte siehst, plötzlich beginnt die zu leben, weil die Leute daran teilnehmen. Und das ist Agilität pur. Das ist agil. Ja? So Ökosysteme zusammenzustellen, die dann miteinander auf der gleichen Augenhöhe, Hand in Hand beginnen zu wirken, Wertschöpfung zu machen, das ist einfach toll. Das ist anders sagen. Das macht süchtig. Super, wunderbar, klingt spannend. Jetzt, wenn wir eine kleine Zeitreise machen und zurückgehen so zum 20-jährigen Thomas, gibt es irgendetwas, wo du ihm mit all deinem Wissen von heute noch gerne ins Ohr geflüstert hättest? Es gibt tatsächlich etwas. Ich wurde als Kind ausgegrenzt. Und ich war, das ist vielleicht ein Grund, warum das überhaupt so passiert ist. Ich wurde ausgegrenzt, weil ich nicht Schweizerdeutsch konnte damals. Heute kann ich Schweizerdeutsch. Und diese Ausgrenzung, mein Vater kam dann und hat interveniert bei den Kindern, die mich da ausgegrenzt haben, und hat diesen Kindern irgendetwas ins Ohr geflüstert. Und dann haben die von dem Moment an mich begonnen zu schützen. Und das war, ich habe meinen Vater vergessen zu fragen, was er diesen Kindern gesagt hat. Und ich würde gerne wissen, was mein Vater diesen Kindern gesagt hat. Wenn ich das wüsste, würde ich dir jetzt gut antworten können. Wahrscheinlich hat er so etwas gesagt, hört's mal, das ist ein Bub, wie ihr alle, macht's doch was gemeinsam. Okay, ja, das ist spannend rauszufinden, was er wirklich gesagt hat, ja, super. Gibt's jetzt auch, ich
kann mir gut vorstellen, dass es durchaus etwas gibt. Aber gibt es irgendwie eine Internetressource oder ein Programm, wo du sagst, das hilft mir heute auch meinen Alltag wunderbar zu gestalten? Ja, tatsächlich, wir haben ja, aber das ist jetzt einfach wieder Sokrates. Wir haben zwei Tools, die sind beide in der Cloud und mit denen kann man eben diese Maps wunderbar befüllen oder miteinander auch über große Entfernungen, über nach China oder nach Amerika und so weiter, einfach miteinander Maps erstellen. Und das ist einfach das Werkzeug meiner Wahl. Wir arbeiten mit Skype oder mit anderen so Übermittlungstools und können so über weite Strecken eben uns austauschen, gemeinsam sprechen und diese verschiedenen Perspektiven zusammenfügen. Und ja, es ist eigentlich das Internet, ja. Es sind diese Funktionalitäten wie FaceTime oder Skype oder und in Kombination mit diesen Maps, wo wir dann gemeinsam daran arbeiten können und das auch direkt prüfen können. Okay, also das Sokrates-Map-Konzept sozusagen. Genau. In der Cloud. Ja. Mhm, sehr gut. Und gibt es auch irgendwelche Bücher, die du noch hier noch, die dich begeistern, wo du sagst, die kann ich hier gerne noch weiterempfehlen? Ja, tatsächlich eines, was mich in den letzten zwei Jahren wirklich ergänzt hat, war von Nassim Taleb, der auch den Black Swan geschrieben hat, das Nachfolgebuch Antifragilität. Und diese Antifragilität ist so, als hätte er das Sokrates-Map Konzept beschrieben und ergänzt mit der Fragestellung, ja, wie verhalten sich denn einzelne Dinge konvex oder konkav? Und beispielsweise das Thema Qualität, irgendwann macht es keinen Sinn, noch mehr Qualität. Aber zum Beispiel die Thematik Konversationen, Gespräche als Feld, da kann man nicht zu viel davon haben. Dass man eben auf diese Art und Weise auch erkennt, wo findet Verschwendung statt und wo kann man gar nicht genug einsetzen. Ja? Das ist das Antifragil. Und dann, das Buch ist aber leider noch nicht erschienen von Wolfgang Wulle. Das geht um Konflikte, Konflikte als Ressource. Ich denke mir, in den Konflikten, die sind unnötigerweise so schlecht belegt. Dabei sind das so tolle Hinweise, dass eben jemand etwas anderes sieht. Und das ist der Anlass für die Innovation. Also im Konflikt liegt irgendwie die Innovation und auch die Aufgabe des Menschseins nachzuforschen. Was steckt denn hinter dem Konflikt? Was ist die Morphologie des? Gut, genau. Also Wolfgang Wulle war übrigens auch schon bei uns hier im Berufspodcast und das ist die Nummer 72, wer da nochmal reinhören will. Das ist Nummer 72, der Wolfgang Walter Wulle. Genau, super. Besten Dank mal, Thomas. Jetzt, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich möchte gern mal ein bisschen mehr über das Sokrates-Konzept mal wissen oder vielleicht auch mal einfach mit dir Kontakt aufnehmen, wie macht man das am einfachsten? Ja, da gibt es eigentlich... Im Internet kann man einfach mal eingeben, ja, Sokrates Map-Konzept, da kommt relativ viel. Und ja, dann kann man mich natürlich auch anrufen, ja, Thomas Braun, der hat auch eine Telefonnummer, 079-631-0255. Oder da gibt es auch Internetseiten, über die ich auffindbar bin. Also ich freue mich einfach über jede Kontaktaufnahme, weil Menschsein gehört eben, dass Menschen zusammenkommen. Und auf Social Media bist du auch vertreten? Ja, auf Xing, auf LinkedIn, Facebook, sollte ich eigentlich Twitter, ja, Twitter und ja, Twitter findet man mich, glaube ich, unter TB Morphologie. Ja, ich bin nicht der größte Held in Sachen Social Media, aber ich finde es passend. Okay. Sehr, sehr gut, wunderbar. Thomas, herzlichen Dank. Hat mir total viel Spaß gemacht, jetzt mal eine ganz andere Sicht zu bekommen und eine Einsicht vor allem auch in diese ganze Thematik der Morphologie, finde ich höchst spannend. Und ja, freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Alles Gute und besten Dank nochmal. Ja, ich danke dir ganz herzlich für diese liebenswürdigen Fragen, für das wertschätzende Interview. Danke dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.